Moin, willkommen in meinem Zuhause. Ich zeige euch mal, wie ich hier so lebe. Wir haben hier ein Grundstück gefunden, was relativ groß ist. Haben uns dann dazu entschieden, vielleicht nicht alleine zu bauen, weil die Kosten natürlich auch ein wichtiger Faktor sind. Und ich habe dann mit meinem besten Freund zusammen überlegt, wie wir das realisieren. Dann war der Plan zuerst, ein Doppelhaus zu bauen. Aber auch das war finanziell etwas schwierig darzustellen. Und dann haben sich meine Eltern für das Projekt auch interessiert und kurzerhand entschieden, okay, dann bauen wir halt drei Häuser. Und so sind wir heute hier in unserem Fibrockhaus zu dritt mit drei Häusern in drei Familien und in drei Generationen. Auch wenn die Häuser von außen relativ gleich aussehen, so ist doch jedes Haus sehr individuell für sich. Die Inneneinrichtung, die Raumkonzepte. Ich zum Beispiel habe mich für ein sehr offenes, lichtdurchflutetes Raumkonzept im Erdgeschoss entschieden und habe auch noch den Spitzboden aufgebaut. Und dank der Unterstützung von Fibrockhaus wurden meine Visionen zur Realität. Ich hatte schon mit Anfang 20 eigentlich den Wunsch, irgendwann mal ein Fibrockhaus zu bauen. Und ausschlaggebend war dann der Besuch im Musterhauspark in Bad Fallingbostel, wo einfach alle drei Parteien sofort überzeugt waren von der Qualität der Häuser und von der Beratung, wie wir da aufgenommen und begrüßt worden sind. Und ganz wichtig ist natürlich auch das Energiekonzept eines Fibrockhauses. Mit der Photovoltaikanlage, der Hausbatterie und der Wärmepumpe. Das ist, wie man heute ein Haus bauen muss. Im Außenbereich haben wir auch ein paar echte Highlights geschaffen, alle zusammen. Zum Beispiel habe ich einen Pool für die Gemeinschaft gebaut, den wir natürlich auch alle gemeinsam bei schönem Wetter nutzen können. Meine Eltern haben eine schöne überdachte Veranda gebaut, wo wir auch gerne sitzen. Und Anne und Olli haben halt ein schönes Vordach gebaut, wo wir dann auch bei Regen uns mal zurückziehen können und trotzdem den Grill anwerfen können. Das ist eine sehr schöne Sache. Das Schöne ist eben, dass wir hier gemeinsam uns was erschaffen haben, dass wir mit unserem Sohn zusammen sein können und mit den Freunden hier. Und unsere Gemeinschaft ist einfach super. Unser Fibrockhaus ist ein richtiges Traumhaus geworden. Und das Zusammenleben hier ist noch besser, als wir uns das eigentlich vorstellen konnten. Mein Fibrockhaus ist definitiv mein Traumhaus geworden. Von den ersten Entwürfen bis zur finalen Umsetzung ist alles top, wenn nicht noch besser geworden als erwartet. Und auch das Wohnkonzept mit meinen Eltern zusammen als Nachbarn und mit meinen besten Freunden zusammen, es ist einfach toll. Ich würde es jederzeit wieder so machen.